Herr Professor Liebig, warum brauchte man eine neue Therapie für Schlaganfallpatienten? Ganz wesentlich deshalb, weil die zur Verfügung stehende Therapie, nämlich die medikamentöse Fibrinolyse, die wir über lange Jahre als einziges angewendet haben, trotz positiver Studienergebnisse in der Summe keine befriedigenden Erfolge erbracht hat. Also es war einfach zu selten, dass Patienten mit einem schweren Schlaganfall, und das ist ja das, über das wir heute gesprochen haben, davon tatsächlich profitiert haben. Seit wann laufen denn Bestrebungen zur mechanischen Thrombektomie? Das ist historisch ganz interessant, weil die Behandlung des Schlaganfalls dadurch, dass man den Thrombus direkt attackiert, das ist von Neuroradiologen schon Anfang der 80er Jahre gemacht worden, von dem Hermann Zeumer. Nur hatte man damals noch keine Materialien zur Verfügung, die in der Lage waren oder geeignet waren, bis in kleinere Gefäßstrukturen noch dazu im Hirn vorzudringen, ohne auch potenziell einen Schaden anzurichten. Begonnen, in größerem Umfang hat diese Therapieform mit der Verfügbarwerdung von dedizierten Thrombektomiesystemen. Die sahen am Anfang aus wie ein kleiner Korkenzieher oder wie eine kleine Bürste. Und wie so oft in der Medizin ist es im Prinzip dem Zufall gedankt, dass wir ein bestehendes System, was ursprünglich gar nicht für die Thrombektomie entwickelt worden ist, nämlich sondern für die Behandlung von breitbasigen Aneurysmen, ein Stent, den man voll entfalten und dann im entfalteten Zustand in der Position korrigieren oder übertragen auf den Schlaganfall aus dem Gefäß wieder rausziehen kann, hierfür benutzt worden. Das ist tatsächlich, man kann es nicht mehr genau nachhalten, wer es zuerst gemacht hat, aber zuerst mit Erfolg gemacht und dokumentiert war das der Herr Henkes aus Stuttgart. Wir haben damals gemeinsam schon 2008 eine erste Serie von Patienten mit der Methode vorgestellt, die sich jetzt als Standardtherapie in den großen Thrombektomiestudien als wirksam erwiesen hat. Welche Risiken gibt es denn bei dieser Therapie? Bei jedem Schlaganfall und bei jeder Schlaganfalltherapie gibt es das größte Risiko ist es, dass es nicht gelingt, den Thrombus rechtzeitig zu entfernen und die Reperfusion wiederherzustellen. Aber man hat zusätzlich Risiken, dass durch die Reperfusion, die auch spontan erfolgen kann, es zusätzlich in das Infarktareal zu einer Blutung kommen kann, wodurch der Patient dann ein zweites Mal sich verschlechtert. Das kennen wir von der Fibrinolyse. Da ist je nachdem, wie man die Patienten selektioniert, mit einer Rate zwischen 4 oder maximal 10% in den älteren Studien einer zusätzlichen Einblutung in das Infarktareal zu rechnen. Nicht mehr als das müssen wir mit der Thrombektomie in Kauf nehmen, obwohl wir prinzipiell Patienten behandeln, die einen schwerwiegenderen Verschluss haben und ein größeres ischämisches Areal. Besser als die intraarterielle Fibrinolyse sind wir mit der Stent Retriever Thrombektomie allemal, also der Gefäßschaden, der Endothelschaden, der durch die Thrombektomie ausgelöst wird, das ist nachgewiesen, der ist geringer, als er potenziell wäre, wenn man sozusagen das zweite verfügbare endovaskuläre Verfahren, die intraarterielle Fibrinolyse, stattdessen anwenden würde. Wie ist denn insgesamt die Studienlage? Wir sind sehr froh, dass wir jetzt insgesamt 7 positive prospektiv randomisierte Studien zur Thrombektomie haben, wo deren Wirksamkeit bei etwas unterschiedlichen Patientengruppen im Vergleich zur Standardtherapie, nämlich Fibrinolyse oder einfach nur konservative Maßnahmen, sich gezeigt hat. Das gab es, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab in der Medizin, aber zumindest in meinem Fach gab es das bisher noch nicht. Das hat dazu geführt, dass wir mit dieser Therapie jetzt quasi von einem Nischenfach, wenn man so will, auf die große Bühne geholt worden sind und jetzt müssen wir uns da behaupten. Wie setzt sich die Methode durch? Gibt es Standards und Leitlinien? Es gibt auf nationaler Ebene, aber auch auf internationaler Ebene gibt es Leitlinien und ein Konsens, was die Patientenselektionierung und auch die geeigneten Therapieformen anbelangt. Aber das ist zum Teil noch im Werden und muss natürlich auch an lokale Gegebenheiten unter Umständen angepasst werden. Also insbesondere, was die Schlaganfallbildgebung bei der Patientenauswahl anbelangt. Welche Hürden gibt es gegebenenfalls noch bei der Vergütung und beim Thema Standespolitik?
Mit der Vergütung, daran kann man ja auch so ein bisschen den Stellenwert einer Methode erkennen, ist aus unserer Sicht schneller als für andere endovaskuläre Verfahren von den Krankenkassenverbänden sozusagen ein Standard geschaffen worden. Das ist sehr gut abgebildet. Die Durchführung dieser Methode verbessert, wenn man so will, die Vergütung dieses Krankheitsbildes in unserem Vergütungssystem, diesem DRG-System, deutlich, auch letzten Endes um mehr als es Kosten verursacht. Also das ist aus unserer Sicht glücklich gelöst. Standespolitisch ist es natürlich, weil es ein häufiges und wichtiges und auch volkswirtschaftlich wichtiges Krankheitsbild ist, so dass wir insbesondere da jetzt eine medizinische Notwendigkeit nachgewiesen ist, fürchten müssen, dass andere Fächer mit uns um dieses Krankheitsbild in der Behandlung konkurrieren. Also alle Katheternutzer, wenn man so will, könnten Anspruch darauf erheben, Kardiologen, Angiologen, Gefäßchirurgen, Radiologen. Ich denke, berufspolitisch ist es für uns hier wichtig, den Schulterschluss mit unseren Partnerfächern, den Radiologen, aus dem wir ja auch unseren Nachwuchs bekommen, und den Neurologen als der Fachgruppe für dieses Krankheitsbild suchen und möglichst gucken, dass wir damit alles, was da an Aufgaben auf uns zukommt, erledigen können. Und wie werden die Ausbildungsinhalte angeboten werden? Es gibt jetzt schon Zertifizierungssysteme und auch Module, in denen interventionell tätige Radiologen oder Neuroradiologen an diese Aufgabe herangeführt werden. Das ist natürlich im Prinzip, weil diese Studien alle gleichzeitig kamen, jetzt eine große Gruppe von Personen, die da ausgebildet werden müssen. Aber das ist als Problem oder Aufgabe erkannt und wird, glaube ich, in Deutschland ganz gut gelöst werden.